Vielen Dank an die Firma Gamsbock, die mir die hier vorgestellte Outdoor-Hose für dieses Review kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Hi, ich bin Saki und ich stelle euch heute die Techstar-Trekking-Hose von Gamsbock vor. Ich habe diese Trekkinghose von Gamsbock in der letzten Zeit sehr häufig getragen, wie ihr vielleicht auch in meinen vergangenen Videos sehr gut sehen konntet. Und das habe ich gemacht, um sie wirklich mal auf Herz und Nieren zu prüfen. Und wer von euch schon ein paar mehr meiner Videos gesehen hat, der weiß, dass mein Equipment nicht gerade geschont wird und schon einiges auszuhalten hat. Jetzt bin ich der Meinung, sie ausgiebig getestet zu haben und mir ein Urteil erlauben zu können. Und ich finde, dass die Hose es wirklich verdient hat, vorgestellt zu werden. Die Hose besteht aus einem Baumwoll-Nylon-Gemisch, was relativ stabil ist, atmungsaktiv, und wenn die Hose mal nass geworden ist, dann trocknet das Gewebe auch wieder ganz gut. Und es gibt die Hose in zwei Farbversionen, nämlich einmal in Khaki, wie hier zu sehen, und einmal in komplett schwarz. Beide Farbversionen haben natürlich ihre Vorteile fürs Bushcraften, während die schwarze Version relativ unempfindlich gegen Verschmutzung ist. Ist die Khaki-Version natürlich bei wärmeren Temperaturen viel angenehmer zu tragen. Ich persönlich mag bei meinem Survival etwas hellere Hosenstoffe, weil ich darauf sehr gut kleine Zecken erkennen kann, wenn ich mal wieder durchs Unterholz gelaufen bin. Und was mir noch sehr gut gefällt bei dieser Hose, das ist, dass ich hier unten an den Beinen die Möglichkeit habe, den Beinabschluss zuzuschnüren, und so ein Kordelstopper fixiert das Ganze. Und das mache ich auch sehr gerne, bevor ich durch dichte Vegetation laufe. Ebenfalls sehr gut ist auch, dass die Fersenpartie hier hinten verstärkt wurde. Das ist fürs Wandern optimal. Rechts und links der Oberschenkel sind dann Belüftungsöffnungen angebracht mit Reißverschluss. Darunter ist so ein sehr durchlässiges Netzgewebe. Und im Sommer ist das wahnsinnig angenehm, wenn der Wind hier ein bisschen reinweht. Bevor ich dann wieder ins Unterholz gehe, mache ich die Reißverschlüsse einfach zu und bin wieder komplett geschützt. Und ich empfehle auch immer nur, nehmt eine lange Hose, wenn ihr ins Unterholz geht, wenn ihr zum Bushcraften geht, anstatt eine kurze Hose zu wählen, weil es gerade sehr, sehr warm ist. So eine lange Hose schützt einfach viel besser. Und da sind solche Belüftungsöffnungen natürlich optimal. Was mir immer sehr gut gefällt, sind viele angesetzte Taschen, wie sie auch diese Hose besitzt. Gerade für mein Survival brauche ich viel Stauraum, um kurzfristig irgendwelche aufgefundenen Sachen unterzubringen. Vielleicht den Zunder für das Feuer heute Abend, ein Heilkraut oder einfach Nahrungsmittel, die ich finde und mir später zubereiten will. Dann lässt diese Hose keine Wünsche offen. Sie besitzt die ganz normalen Taschen. Dann hat sie auf der rechten Seite noch zusätzlich eine kleine Tasche mit Reißverschluss angebracht. Sie besitzt Gesäßtaschen mit Druckknöpfen. Es gibt zwei Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss, die sehr groß und geräumig sind. Und es gibt zwei Unterschenkeltaschen, ebenfalls mit Druckknöpfen, die auch sehr groß ausfallen, sodass man in alle Taschen problemlos auch mit der ganzen Hand hineingreifen kann. Die Kniepartie der Hose ist ebenfalls verstärkt gearbeitet. Auch dieser Bereich kann wie eine Tasche verwendet werden, ansonsten ist hier aber der Einschub von Protektoren vorgesehen. Optimal für kniende Arbeiten. Man kann hier ganz normale Protektoren einsetzen oder sich irgendein Material passend zurechtschneiden. Eine sehr gute Idee stammt direkt von der Firma Gamsbock, indem sie vorschlägt, einfach Verbandmaterial vor dem Knie zu transportieren, was gleichzeitig das Knie beim Knien schützt. Da gibt es auch fertig eingeschweißte Verbandpäckchen, die direkt an diese Tasche angepasst sind von der Firma Gamsbock. Ansonsten kann man sich da sicherlich auch irgendwas selber improvisieren. Ich selber habe schon mehrfach in der Natur improvisiert, ohne irgendwas dabei zu haben, indem ich mir die Taschen einfach mit Gras ausgestopft habe. Ganz besonders gut durchdacht sind die Oberschenkeltaschen, denn sie sind untertunnelt. Das bedeutet, dass man rechts und links jeweils drei Druckknöpfe öffnen kann. Und dann kann zum Beispiel ein Klettergurt unter den Oberschenkeltaschen hindurchgeschlauft werden.
Die großen Taschen sind also auch beim Klettern voll funktionsfähig, was ich eine absolut geniale Idee finde. Die Trekkinghose Techstar kostet 125 Euro und ist über die Webseite des Herstellers Gamsbok zu beziehen. Mein Fazit: Die Techstar ist eine wirklich durchdachte Outdoorhose und ein optimaler Partner in allen Outdoor-Bereichen. Vielen Dank an die Firma Gamsbok, die mir die hier vorgestellte Outdoorhose für dieses Review kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Schau auch auf meinem Hauptkanal vorbei. Da kannst du mich auf meinen Outdoor-Erlebnissen begleiten, findest zahlreiche Videos zu den Themenbereichen Survival, Bushcraft und Trekking sowie zu zahlreichen anderen Outdoor-Aktivitäten.